Entweder ist hier einer krepiert. Daniel, willst du eine rauchen? Hier? Zigaretten? Und wollte ich auch was sagen. Die sind noch halb leer, also kannst du noch selber dran ziehen. Immer. Und hier auch nochmal, wenn der nicht weit kommt. Ah ne, hier sind sie weg. Ah, der Teststeck hier. Na, mit so einem großen Prügel dahin. Das war Talia hier hinter. Ist so Licht da oben irgendwo? Ich habe jetzt auch gerade gedacht, Digga, dass da drüben Licht ist. Jetzt ist natürlich nicht mehr, wenn er so viel Scheinwerfer sieht. Dauerscheinwerfer, ne? Nee, nee, hier auf der Seite, hier drüben ist nichts. Hier aber auch so dunkel. Ich renne mir den Prügel um. Da wird eine Waffe gelegen haben, die hat sich einer genommen wahrscheinlich. Eine große, ne? Mhm. Wir sind draußen, ja. Spieler, Spieler. Ja. Straße durch, Markus. Und ja. Da hinten. Nein. Nein? Tommy? Oh, yes. Das ist ein Zombie. Hier hoch hier. Okay, Tanja, wir verschanzen uns wieder im Eingang rein. Mal wirklich ein bisschen wache jetzt, ja. Mach was Licht. Und hier Eingang hoch. Da waren wir schon drin. Ja, steht. Okay. Okay, da waren wir doch nicht drin. Dann geh ich kurz runter, ich passe auf Tanja auf. Problem ist, ihr schickt den. Also, ich habe jetzt die MK M3 weggeschmissen, ne? Die Waffe. Mit 22er Rounds. Naja. Okay, hier ist nix. Weil ich bin. Ist noch höher? Ich bin voll, weiß ich, ob. Schwarze Stiefel hat jeder? Hat jeder, ja. Okay, ich geh noch einen Stock höher. Okay. Oma, Paul kommt zu uns. Von der Straße, er ist jetzt hinter dem Busch. Ja, er kommt zu uns. Dann sag hallo mit deinem Prügel. Hast du auch was zum Kämpfen? Eine kleine Axt? Ich hätte hier oben noch eine Axt für dich, Daniel. Was ist das? Was ein? Messer? Ja, habe ich auch. Oh, der Große kommt. Von dem Haus vor uns, die Hausfront rechts. Am Eck. Und hier, wenn es geht, so wenig wie möglich schießen, weil sonst kommen sie alle wieder angerannt hier. Sammy, beeil dich mal. Okay, ich komm. Komm runter. Falsch Weg. Wir gehen hinten rum. Ich komm. Wenn du rauskommst, gleich rechts rum, Sammy. Genau. Da vorne sind die beiden Großen. Oh. Wir sehen doch schon die ganze Zeit welche. Geht's hier auch noch rein? Der ist da hinter eingegangen. Wie wäre eine Leiter? Ich komme. Ist hinter eingegangen. Ich komme aber nirgends raus da. Aus den Fenstern. Wie kommt es? Ich komme jetzt nirgends raus. Hier noch rein oder so? Oder was ist das hier? Achtung, ich höre irgendwo jemand.
Hier liegt bestimmt was rum. Ich riech das förmlich. Bier, ich hab's gewusst. Ich hab's gerochen. Ich hab's gerochen. Soda? Geht nicht mehr, ich kann nichts mehr mitnehmen, ich bin voll. Ich habe alles gute Sachen dabei, ich möchte eigentlich nichts groß hergeben. Da vorne am Eck. Auf dem Tisch liegt der, liegt. Da steht so eine Soda, das war's dann auch schon. Habe ich gedacht, da ist ein Stier, du. Stier? Ja. Wie du die Pistole hältst, voll geil, so klein. Wenn du jetzt nämlich hier, wenn du hier so stehst, weißt du, da hast du die Pflanzen vor dran. Ja. Und hinten dran hast du ein Dings hier. Da hast du einen Briefkasten. Das große Haus hier noch nebenan, ist das hier drüben? Und wenn du möchtest, kann ich hier rein, ja. Das mach ich. Na, ihr solltet wirklich Wache halten. Obwohl ich ja nicht mehr loten kann eigentlich. Nägel. Ah, die kann ich gleich ins Lot halten. Bist du oben? Ich nicht. Du bist unten, Sammy, ne? Ja. Ich habe zweimal gegessen und habe Essen mit dabei, also wir können uns gleich super versorgen. Ja, das hört man. Okay, also hier ist nichts. Oben ist auch nichts. Und ganz oben gibt's ja nochmal eins, oder? Wie viele Stockwerke gibt's? Weiß nicht. Ganz oben hast du nicht? Okay, dann gehe ich noch ganz hoch. Ah, dann gehst du hoch. Ja, warte. Streit so, ah, geh ich hoch. Nee, ist hoch. Nee. Ist zu? Wie geht's nicht für? Nö, nee, ist zugemauert oben. Aus dem Fenster, ob sich da irgendwas tut. Paul, er rennt ganz schnell. Läuft so langsam? Okay, über die Straße rennen sie schnell. Wird sie nicht überfahren werden. Naja. Die lernen dazu. Ah, ich dachte, wir einer mit Rucksack. Das ist ja ein Bulliger, du. Das ist ein fetter Fleischklops, du da drüben. Alter, hat der einen Buckel. Und da kommt noch mal ein Paul. Drei Stück insgesamt. Also wir haben Besuch auf jeden Fall. Okay, ich komm runter. Mhm. Ich bin da. Links rum, alle beide. Ich höre hier vorne irgendwo einen. Ich weiß noch nicht, wo der ist. Aber wenn, dann nehme ich den mit dem Ding hier. Hör mal auf, für den Teil rumzufuchteln. Ah, da kommt er, den nehme ich mir gleich mal zur Party. Ja, komm nicht zu nah, nicht zu nah, weil da hinten laufen Nummer 2. Hm? Okay, mal ganz kurz, bleibt mal da. Wollen wir uns gehen einkaufen? Ach, komm. Er geht einkaufen. Ach, der geht hinten durch. Opa. Opa! Er kommt! Ach so, ganz ruhig! Ja, lauf noch zu mir! Hey! Schmeiß mir den Stein, sonst komm hinterher, Mann! Er wirft! Er hebt was auf! So, jetzt komm her! Und drei Schläge! Ja. Krass! Und lohnt ihn, los! Ja, ist leer! Okay, da drüben sind die anderen Häuser, gell? Diese weißen. Geradeaus kommt auch Paul hier zwischen dem Eingang hier. Zwar direkt zu uns hier. Mhm. Den nehme ich kurz weg hier. Warte hier um die Ecke gleich, Achtung. Ja, hat seinen Spaß mit den Schlägereien. Da ist er. Dann gucken wir kurz mal hier drauf hier. Ja, komm her, du, los! Los, komm her, du! Ja, komm her, ja! Ja! Drei Schläge, Alter. Nur drei Schläge, okay. Aber ich habe ein bisschen geblutet, also das ist nicht ganz ohne.
Ih, bei ihm guckt die Hand aus. Guck mal, du. Oh, hast du ausgegoogelt? Ih. War das eigentlich hier gewesen mit dem Dings hier, mit diesem Helikopter, ja, ne? Ja, vorne. Dann müssen wir wieder nach links weg jetzt. Raus auf die Straße und links weg. Da vorne auf dem Platz dann, ja? Achso, okay. Ja, abgestürzt halt. Okay. Okay. Seid ihr nicht hochgegangen hier rein, oder? Nee. Fertig? Yes. Ich guck mir gerade mal schon mal den Dings an hier, den Container hier. Brauchen wir eine Spitz... Hab ich. Hier sind auch noch ganz viele Container, ne? Nur zum Sagen. Okay. Hier hinten. Also ich glaube, die haben das Level-Design ganz schön erhöht, glaube ich, du. Ach so, so. Tankstelle. Okay, die sind leer alle. Was okay, ich sehe da drüben. Ja. Oh. Was sind die Zelte jetzt? Okay. Komm, lass uns hier rüber gehen. Ja, hier drüben. Geht nicht. War doch da. Lass mich erstmal gucken hier. Lass uns alle drei gucken. Lass uns drüber gucken. Ah, da steht auch da. Weil ich mich hoch. Haha, rumgehüpft. Du musst ein Stück weit wegstehen. Nee, Markus, guck mal schnell darüber an die Seitenstraße. Ich hab da irgendwas anderes gesehen. Kann nicht mehr springen. Rechts gucken in die Seitenstraße rein. Ja. Ah, echt, das ist nicht ein gutes Zeichen. Ne, es ist nicht so. Was? Da ganz hinten ist schimmert was hell ist, auf der linken Seite. Weit über das Wasser links. Okay. Ja, okay. Fertig? Ja. Okay, ganz easy jetzt hier rein, ne? Ganz easy. Willst du die Zelte angucken gehen, oder? Ich wollte eigentlich ganz kurz zu dem einen Auto hin, weil da finde ich öfters mal eine Waffe, ist nämlich ein Polizeiauto. Mich hier auf der anderen Seite. Wie gar nicht in dem Gelände hier. Doch, doch, hier auf der gegenüberliegenden Seite also ist das. Also hier wären dann Spacks. Also die. Ha, siehst du? MK2 mit Munition. Was ist eine MK2? MK22. Ja, die Pistole halt. Ja. Ja, die schwarze, die ja. Ich vorhin weggeschmissen habe. Hä? Zählt in der, ja. Da gibt's nichts Besonderes.
Das ist so eine schwarze lange Pistole, ne? Ja, aber oh, das ist alles hier leer, du. Leck mich im Arsch, ey. Zelte waren leer? Zelte sind leer. Was hält schon den weißen Reihenhäuser? Da gibt's doch genug, das ist doch wie Bundeswehr. Da hinten die. Da fangen wir ja, da, wir müssen auf die Großen aufpassen, nicht das wie bei dir. Ah, ja, ja, ja. Das letzte Mal, ne? Ich kann mich erinnern. Aber diesmal okay. Habe ich ja Licht und da steht schon wieder so ein großes Haus. Ich glaube, die haben das angezogen. Oh, hallo. Hä? Was? Ich höre, da der Große kommt. Links, links die Straße. Links? Ja, na da, die Straße. Das ist links. Oh ja. Ja, komm jetzt zu hier uns hier. Ein Schuss drauf oder so? Der ist schon weg. Nein. Du hast das letzte Mal gesehen. Einen Schuss gemacht, da kamen Tausende hier an. Oh ja. Ach so. Also dann geh ich schnell looten hier. Hör auf, der kommt doch rein wieder, Sammy. Ach so. Na halt, da kommt er wieder. Haltet ihr doch mal kurz Wache, bis ich. Das haben wir das letzte Mal auch gemacht. Und dann haben wir rumgeschossen. Und dann kamen noch Tausende und du bist gestorben. Ich will nicht rumschießen, wenn du so wieder kommst, sagst du Bescheid. Du kommst ja so schnell gar nicht raus. Okay, bis jetzt hängt er fest, kannst du losgelegen. Ja, meinst du, was ich jetzt schon die ganze Zeit mache? Losgelegen. Los, leg dich los. Ich höre ja mal so nett auf dich. Aha. Er hängt fest, war gerade die letzte Info. Alle 10 Minuten gibt's hier ein Update, mehr nicht. Er ist weg? Er erinnert sich an deine Fotografie war. Wo ist er hin mit einmal? Ja, das ist schon mal hin. Drüben das? Ja, hinter uns irgendwo was? Ah, da vorne läuft er, okay. Bin nochmal oben. Ja. Er halt. Kommt wieder in Richtung zu uns, kommt er. Tanja, wir gehen auch die Straße ein bisschen rein hier, komm mit. Ja, nicht, das, sicher. Nicht, dass ihr ihn anlockt hier. Ah, ich sehe euch da draußen rumlaufen. Ich finde, dass jetzt rechts auch der R nachkommt hier. Die Lote schon im Eiltempo, oder besser. Also sind leer die Häuser, du? Die waren hier schon gewesen, garantiert doch. Nein, habe ich das Gefühl. Ich habe hier nochmal ein Haus. Oh. Also die Waffen, die ich so gefunden habe, sind alle leer. Auch keine Munition, sag nichts dabei. Doch, sag ich doch, das war doch auch so. Die MK habe ich doch auch schon gefunden, da diese schwarze, lange Pistole. Hat er eine Taschenlampe an- und ausgemacht von euch? Ich nicht. Ja. Wer rennt da draußen? Das sind wir hören über Zombies hier rumrennen. Wer hat 357er Rounds? Keiner mehr. Das ist das Gewehr, was du verloren hast, ne? Nee, Julian. Ja, das ist Pistole, 357er. Nein, das ist auch ein Gewehr. Nein, 357er ist die. Das ist die 6 Schuss diesmal. Ich renn weiter. Er rennt hier vorbei so und. Ja, ihr kümmert euch um die. Wie so ein Zeitungsausträger hier so. Renn. Eilig. Oh. Jetzt hab ich was gehört. Ja. Und zwar den Großen. Ja, hat sich anders angehört wie sonst. Der dürfte hinter dir sein, hinter dem Haus. Alter, er kommt! Er kommt, Sammy! Raus! Du hast ihn irgendwie angelockt. Ich weiß nur nicht, woher der kommt. Also auf jeden Fall nicht schießen, ne? Digga, lauf! Da vorne! Ja, renn! Renn! Gib Gummi, gerade auslaufen! Vorne nach links rum am besten! Nicht schießen, Sammy! Nicht schießen! Links, oder?
Ja, links rum. Ja, aber da kommt immer näher. Egal, renn einfach, renn. Links einfach weg. Wenn du hier einmal einen Schuss abgibst, dann hast du ja tausende von den Dingern. Rechts, links, geradeaus. Immer renn. Geradeaus, geradeaus. Okay, bleib stehen. Ah, zuckt noch. Er wird sauer. Ich schieß. Kommt alle. Oh, hier ist aber zugewachsen, du. Okay, also. Ach, das war das hier, wo wir erschossen wurden, ne? Hier? Ja. Meinst du, sie sind immer noch da? Ah, hier, von der Seite sind wir gekommen. Hier. Ja, ah, hier ist eine Axt drin, ne? Ja? Wir müssten echt anfangen, die Tage zu zählen, wie lange man hier in dem Spiel durchhält. Das stimmt, ja. Dann würden viele nicht so wie so kamikaze-mäßig rumballern, wie wir fehlen. Wohin? Rechts weiter hier zurück, so ein bisschen an dem Ort lang oder woanders hin? Also ich würde ganz gern versuchen, mal hier irgendwas zu craften, weißt du das? Ja, also gut. Aber wo? Ja, hier. Ah, toll. Berg hoch hier. Ja, sieht da jeder alles. Also, wenn habe ich vielleicht gedacht, über die Brücke drüber. Und dann irgendwo ein Wäldchen suchen, weißt du? Am besten über das Meer, oder? So eine Insel, wo keiner hinkommt. Also es war ziemlich ruhig hier, ne? Also Mensch gibt's hier keinen. Das ruhigste Let's Play ever hier. So. Ja. Apokalypse hat man sich nicht viel zu erzählen. Hm. Ah, ich finde so viel Tomatensaft hier. Ist gut. Gut für die Verdauung. Deswegen rennt es da laufen. Ah. Und haltet ihr denn von da drüben auf der anderen Seite vielleicht was machen? Ja, mach mal. Immer. Ich komme hier nicht rüber. So hoch für den kleinen Mann. Oh, trinken, herrlich. Oh, können wir ja auffüllen, genau. Ja, pinkelt wieder einer in seiner Flasche. Oh, hier steht direkt drin. Oh, so, ach, so hoch, Steve. Hilfe, ich ertrinke. Ich ertrinke. Ich komme nicht mehr raus. Ich komme nicht raus. Jetzt, nö. Die ganze Zeit nicht. Also aufpassen, hier säuft man. Wie meinst du? Leben oder so?
Ah, hier rutscht mal runter hier. Ja, sag ich doch. Okay. Rüber los. Ich geh zuerst rüber. Oh, da musst du durch. Du treibst ab, ne? Oh. Voll einer abgetaucht schon. Okay, ich hab's geschafft, ich bin drüben. Geronimo. Schnell, die Guerilleros kommen. Ja, oder auch nicht. Ach, das Grün, ach, das ist das Zeichen. Ich vergesse das immer. Ja. Steine hier, ey, ist ja cool. Oh, echt, du Stoß, mach. Oh, du bist doch drüben? Nee, du bist auch hier. Also ich weiß, dass da drüben in dem Wald, wo ich jetzt gerade hingucke, da ist ja die riesengroße Base. Okay, in dem Server hier. Ja. Yeah. Was ist das denn hier alles? Ich hatte vielleicht gedacht, da oben in dem Wald, weißt du, irgendwo. Ja, dann gehen wir. Aber ich sage, wenn ich das Schild aufbauen kann und wir machen erstmal die Wände und eine Tür rein, ja. Dann ist erstmal alles sicher. Okay. Dann ist. Machen wir das geschwind. Ich will schon irgendwann mal versuchen, nach 300 Folgen mal irgendwas zu bauen. Geht das hier zu kompliziert? Aber es geht scheinbar bei DC auch jetzt, ne? Ja. Da ist eine Siedlung, ne? Links von uns ist eine Siedlung, Markus. Ist das diese neuere da, wo wir mal festgeschanzt sind? Ja. Das ist auch eine Base. Hier ist eine Base schon, wir können da ranbauen. Die Base. Alter Schwede, ey. Alter! Ach, Strom und alles dazu. Pass auf, Nägel auch. Oh! 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 Ich bin ja hier oben, hier kann ja nichts passieren. Ah, okay, wir kommen auch hoch. Frage mich nur, wo sie sind. Seht ihr sie irgendwo? Wie kann man nur so bauen, weißt du, so. Du, ich glaube, es ist nicht absichtlich. Ich denke, das ist eine schwierige Unterfangen, ist es, glaube ich. Die Dinger da richtig zu sehen. Der Bauplan, wo ich vorhin gefunden habe, hat auch was mit der Base zu tun gehabt. Ich glaube, immer haben die was mit der Base zu tun. Also, du kannst jetzt mit dem Auto fahren, sie schnell hochfahren und dann kannst du da rüber jumpen, ne? Deswegen haben die das gemacht. Und wie kommst du wieder raus? Einfach runterfahren lassen. Plumps. Ah. Oh. Eieieiei, die Leute, die Realistik weit entfernt, würde ich mal behaupten. Oh. Naja. Seht ihr sie irgendwo schleichen? Ich hätte es gerne noch den Hund mit den zwei Köpfen gesehen. Gibt's den überhaupt in echt? Nee, weiß ich nicht. Also ich gehe auf jeden Fall hier drüben hoch. Rechts. Hier? Auch rechts hoch, ja. Rechts hoch. Was ist das da vorne für eine Wand da? Ist das dein erster Versuch? Ja, Schutzwände halt, ne? Gegen? Weiß ich nicht. Der Stacheldraht tut weh, wenn man dran geht? Nö. Naja, der tut weh. Nö, oder? Ja, tut weh. Ich, wo denn? Hm? Wo denn? Hm? Guck mal, wir sind ja nicht bei Escape, ja? Also bei mir ist nichts. Warum lootest du? Ihr Labo? Also wenn ihr Essen braucht, ihr habt ein bisschen was dabei, ne?
Ja, okay, ich habe auch noch ein bisschen was dabei. Renn doch nicht immer, das kostet doch nur Kraft. Ich renn doch nicht. Ja, wieso nehmen sie euch so. Oh, hier oben alles kahl, du. Hier oben ist irgendwas explodiert. Der Elfen ist da oben. Ah, okay. Oh, das Licht dann ist dunkel drin. Ah, ja, so wie ich für ihn. Dann schießt mein Bruder dann im Arsch. Ah, hier ist so hier. So faul zum Springen, der wäre jetzt Kilometer weiter gerade ausgegangen. Hier, ich will ein schickes. Hier? Hier ist doch gut. Ja, das sieht man ja sofort hier alles. Ja, wenn du weiterläufst, haben wir das nächste Problem. Hier ist doch schön hier drin. Ja, hier ist gut. Ja, aber ich glaube, hier ist alles auf dem Berg. Ich glaube, du kannst nichts bauen richtig. Hier ist ein bisschen schön. Also wenn dann oben, dass eine gerade Fläche irgendwo hier ist. Ah, da ist das Haus drüben, guck mal. Ah. Ja, da sind doch die Wölfe. Sollen wir hingehen? Ich geh auch kurz hin. Alter, das sieht ja geil aus. Und ich kannst du